Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich habe heute einen Gast dabei, aber hinter der Kamera, denn wir machen ein Tauschpaket. Und zwar sitzt eine Freundin von mir da hinten und wir haben uns gegenseitig Pakete geschickt mit 5 Kategorien, die ich nicht mehr genau weiß, musst du gleich nochmal sagen. Und ich habe hier ihr Paket in einem Schuhkarton und für Franz. Ja, auf jeden Fall. Was waren die Kategorien? Guckst du nochmal kurz nach? Ja. Also die erste Kategorie war Pflege must have bei kalten Temperaturen. Okay. Hast du das irgendwie... Bei dir ist so voll dieses Button drin und bei mir ist es einfach so alles so reingeklatscht. Ja, aber ich habe süße Zettel dazu gemacht. Ja, weil das dann noch mehr aussah, wenn da was ist. Pflege must have bei kalten Temperaturen. Also ich habe das selber noch nicht ausprobiert, aber es sollte ja auch nach Weihnachten riechen, ne? Also es sollte ja mit Weihnachten zu tun haben, so ein bisschen, ja. Und nach Weihnachten riechen haben wir auch eine Kategorie, ne? Ja, aber ich habe keine Ahnung. Okay, das ist so cool, nochmal Geschenke auspacken. Also wir haben heute übrigens den 25. Also haben wir gestern schon schön Geschenke ausgepackt und jetzt nochmal. Das ist auf jeden Fall irgendeine Creme, weil das sieht aus wie eine Creme. Mhm. Intensivhandcreme, Bio-Granatäpfel, Apfel und Bio-Karité-Butter. Ich habe keine Ahnung, was Karité-Butter ist. Ich dachte mir einfach so, weil ohne Witz, Alter. Ich riech nix. Meine Nase ist so. Oh doch, das riecht voll gut. Warte, ich teste das jetzt einfach mal. Ich habe die nicht ausprobiert, ne? Aber. Ach, das riecht richtig gut. Das riecht so ein bisschen wie Shea-Butter. Also, nur ein bisschen. Ein bisschen besser, ehrlich gesagt. Wollen wir das so machen, dass du jetzt einmal dein Geschenk auspackst? Okay. Okay. Ich zeig einmal das Paket. Okay. Nein. Das Paket sieht so hässlich aus. Aber hier, you can see. Der Inhalt. Der Inhalt. Der Inhalt. Oh, voll, dass ich's geschenkt habe. Ja. The wrapping paper is very cute. Ich habe 3 verschiedene benutzt. Oha. Also ich zeige dann einfach das Geschenk, nachdem sie es ausgepackt hat. Ja, du musst den Zettel darauf aufmachen. Eigentlich, du kannst einfach irgendein Geschenk aufmachen und dann guckst du einfach, was auf dem Zettel steht und dann musst du erraten, welche Kategorie das ist. Und lies ganz laut vor. Zu teuer, um es sich selbst zu kaufen, aber das mit Abstand beste Pflegeprodukt, das ich kenne. Das ist, hey, es ist sogar Pflegeprodukt. Für den Teil, an dem ich bei dir schon mal etwas verändern durfte. Hä? Ah, das ist voll schön. Ich freue mich. Geschenke! Es ist Gold. Das ist so ein Christmas-Flair hier. Dankeschön. Was ist es? Einmal für die Kamera, bitte. Warte. Mach du das besser. Arganöl. Das ist für die Haare. Oh, all hair types. Und ich benutze immer Arganöl und das ist so gut. Nächste Kategorie. Ist Weihnachtsduft. Ich habe immer genau das Richtige in der Hand. Gut. Weihnachtsduft, das Papier ist. Sagen. Soll ich es erst auspacken und dann sagst du? Ich konnte mich halt nicht so entscheiden. Nimm dir so ein ganzes Paket. Oh, aber ich liebe Baden, das ist voll cool. Ich wollte auch dir so eins davon kaufen. Aber dann dachte ich halt so, wenn ich das nur eins nehme. So, aber warte mal ab, was bei dir heute aufkommt, weil... Bäder. Und man kann man nicht hier irgendwie dran riechen? Oh ja, das riecht so gut. Jetzt kannst du gar nicht mal die Kategorie erraten. Viel Spaß beim Entspannen. Wenn das nicht nach Weihnachten riecht, dann weiß ich auch nicht. Oha, schon wieder das Richtige. Ja, ich hab's dir auch ausgesagt. Ich hoffe, das Video wird jetzt nicht so voll langweilig, weil ihr nicht seht, wie sie auspackt, aber ihr hört den Ton. Vielleicht wird sie irgendwann mal in einem Video zu sehen sein, so in so 2 Jahren oder so. Ist es nicht das gleiche irgendwie? Ist das nicht auch von Dresdner Essenz? Ja, das sind sogar 2 von denen, glaube ich, die gleichen Gerüche. Ja. Winterbad? Schokoladentraum. Ich glaube, die beiden Gerüche hat sie nämlich auch und das sind solche Öle, sind ne? Öle, ne? Ja. Yay, das ist Aromacremebad Schokoladentraum, Wintercremebad Zimt, Nelke und Orange und Aromacremebad Winterbeerenduft. Guck mal, bis jetzt sind unsere Geschenke gar nicht so scheiße. Soll ich das jetzt? Weihnachts-Make-up ist die. Ich hatte schon wieder das Richtige. Das ist Weihnachts-Make-up. Das ist sehr süß. Ich mag kleine Geschenke, weil meine kleine Geschenke sind immer so süß. Oh. Lidschattenpalette. Deluxe Trio Eyeshadow. Was ich finde, das sind voll die schönen Farben. Vor allem, ich habe halt richtig viele Brauntöne, aber fast gar keine
lila, rot, rosa Töne so. Ich habe so extrem viele Paletten, alles nur so Brauntöne und keine Rottöne. Ich habe einen rosa Lidschatten, den habe ich mal von dir geschenkt bekommen. Ich habe jetzt nur so leicht gemacht, aber hier seht ihr es. Ja, danke schön, das ist echt cool. Okay, dann bist du das Kleinste. Das habe ich mir gedacht. Hast du dir gedacht? Oh mein Gott. Ist voll dumm, dass ich das immer sage. Produkt in Gold, oha. Das war aber so cool. Ich hätte es mir am liebsten selber gekauft. Ohne Witz, ich hätte auch voll gern die ganzen Sachen, die ich dir geschenkt habe. Vor allem, das kann man in verschiedenen Variationen benutzen, also finde ich. Geil. Das ist eigentlich, glaube ich, so ein Highlighter-Stift, aber du kannst eben als Lidschatten benutzen und eben als Lippen eigentlich auch. Das ist extrem die schöne Farbe, die Hand davor macht. Man sieht das schon richtig, guck mal, wie das hier schimmert. Das ist voll geil. Schmeckt nach Weihnachten. Das ist das hier. Ich könnte schon fast vermuten, dass es eine Schokolade ist. Ich weiß gar nicht, ich glaube. Das ist es, glaube ich, weil ich glaube, ich habe das gesehen. Ja, aber guck mal, wir haben uns ja auch nur auf DM eingeschränkt. Ja, wir haben extra gesagt, dass wir nur Produkte aus dem DM nehmen, damit es ein bisschen einfacher ist und wir nicht 10 Jahre dafür brauchen. Ich hatte genau diese Schokolade. Ich glaube, ja, wir haben uns genau... Wir brauchen noch Farbe. Ja. Du siehst es dann. Pack mal dein Geschenk aus. Plätzchen zu backen ist definitiv eine der besten Sachen, die man in der Adventszeit tun kann. Dieser Geschmack erinnert mich sehr daran. Ich weiß nicht, ob es genau das gleiche ist, aber auf jeden Fall hatte ich das in der Hand. Oh, ich habe eine andere genommen. Schoko-Cookie. Cool. Oh mein Gott, wie geil. Oh, die beiden Schokoladen. Und ja. Und eigentlich müssen wir den Geschmackstest machen. Soll ich deine auch? Ja. Gerne. Ich werde schon wissen, wie das schmeckt, weil Schokolade mit Spekulatius, ich weiß nicht, ob ich das schon mal gegessen habe. Ich habe das schon mal gegessen, also nicht hier, aber das, also ich finde es eigentlich lecker. Eigentlich? Oh, ich bin durchgebrochen. Mm. Du kannst mir ja die Hälfte abgeben, die abgebrochen ist. Lustig. Oha, die riecht extrem geil, kakaoig. Das schmeckt richtig geil. Willst du mal probieren? Nee, ich hab... Alles gut. Oh, okay. Also, die ich dir geschenkt habe, schmeckt auf jeden Fall auch richtig lecker. Schokolade ist immer geil eigentlich. Ja, eigentlich schon. Also. Ich weiß nicht, ob es irgendwelche... Obwohl doch, mit Orange. Ich hasse mit Orange. Generell so mit so komischen Sachen oder mit Minze mag ich auch nicht. Minze ist auch schrecklich. Außer so echte Orange in Schokolade tunken. Das ist geil. Aber nicht, wenn es in Schokolade ist. Ich muss das jetzt noch essen. Ich wollte mir so voll cool in den Mund werfen. Nee, Französisch. Hier nicht. Hier ist die Schokolade drin. Die nächste Kategorie ist... Die letzte Kategorie. Ist Farbe. Und ich muss da was zu sagen. Und zwar, ich will keine richtige Farbe. Vor allem, sie hat mich vorher noch so gefragt, ja, wie muss das mit der Farbe sein und so. Kann das auch sowas... Das ist keine richtige Farbe. Entweder das ist ein Nagellack. Ich glaube, es ist ein Nagellack. Du kannst auch schon mal deins aufmachen. Locker, weil ich nicht so voll unfreundlich. Ah, jetzt weiß ich, was du meintest. Oh, das ist voll geil. Leute. Glitzer! Wovon ist das? Color Show ist voll geil, weil die halten richtig gut. Ich habe einen, glaube ich. Ich habe einen und der hat irgendwie 2 Wochen gehalten. Ich weiß noch, früher hattest du diesen blauen Glitzern. Und den habe ich immer noch. Den wolltest du nie abgeben, weil der dir so viel wert war. Das ist jetzt nicht mehr der Fall. Bei dem Geschenk war ich mir so unsicher, ob das jetzt cool ist oder nicht. Und ich wusste nicht, ob du es Ich würde magst. Sagen, das ist keine Farbe... Was? Sie ist laut vor. Ich würde sagen, es gibt keine Farbe, die mehr zu Weihnachten passt als Rot. Also guten ... mit diesem ... Voll der kreative Spruch da drauf. Ich wusste, dass es das ist. Voll geil. Magst du das? Ja, das ist extrem geil. Fruchtpunsch! Das schmeckt einfach genauso wie... Nein, ich will nicht probieren. Nee, will ich aber nicht. Ich hab's nicht so mit aus einer Flasche trinken mit anderen Leuten. Bestimmt. Ja, aber ich will dran riechen. Oh, es riecht voll geil. Es riecht ein bisschen wie einfach so Traubensaft. Ich wusste gar nicht, dass der kalt auch so lecker ist. Locker wirst du den niemals warm machen. Du wirst jetzt einfach in deinem Zimmer horten und dann so trinken die ganze Zeit. Wie sie da hockt. Hier ist einfach mit dem Saft. Das Paket ist leer.
sich jemand wundert, was mit meinen Lippen los ist. Ich konnte es halt, nein, Spaß, das habe ich von meiner Schwester geschenkt bekommen. Von Nyx. Nyx? Nyx? Okay, sagen wir NYX, gib mir mal bitte. Das steht da hinten. Wow, oha, das hat ja hier so ein Diamantending drauf. Ja. Ah! Hier ist es. Falls man irgendwas erkennen kann, erfreut euch dran. Falls nicht, I'm sorry. So, das war's dann auch schon mit diesem Video und ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat. Vielen Dank fürs Zusehen und wenn ihr noch mehr Videos mit meiner Freundin hinter der Kamera sehen wollt oder vielleicht auch mal vor der Kamera, dann schreibt mir das in die Kommentare oder von mir aus zeigt es mir auch mit einem Daumen nach oben, wie das immer jeder sagt. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Tschüss!